Herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen heute zu einem Vlog von der Straße. Und heute gibt es mal eine Real-Life-Story, liebe Freunde. Und zwar heute ein bisschen etwas, was jeder, okay, was 95% von euch da draußen kennen. Muss ich das zumachen? Ist das cooler? Ist das so? Ich glaube, so ist besser. So, 95% kennen das von euch. Ich befinde mich, wie gesagt, gerade im Auto. Ich fahre gerade zu meinem Opa. Mein Opa, 80 Jahre ist der General Krieger. Der General Krieger ist 80 Jahre alt oder 81. Ich habe auch ein Video mit ihm auf meinem Kanal. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr sagt, ey, wie sieht der General Krieger aus? Wie ist er so drauf? Könnt ihr euch in der Videobeschreibung mal anschauen. General Krieger auf jeden Fall. Mein Opa hat mich angerufen. Und ihr kennt es alle. Ohne Scheiß, Leute. Ihr kennt es alle. Ihr hängt, bei mir war es zum Beispiel so, seit ich klein bin, der Jüngste in der Familie ist derjenige, der am meisten, bei uns war es zumindest so, mit Technik konfrontiert wurde. Und der Jüngste in der Familie ist dafür verantwortlich, dass beim Opa die Fernsehkanäle vernünftig laufen und vernünftig eingestellt sind. Prinzessin, was ist los? So, Bock? Sehr geil. So, wie gesagt, Jüngster in der Familie ist dafür verantwortlich, dass die Fernsehkanäle vernünftig eingestellt sind. Das Ganze sieht so aus, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann musst du sofort dahin kommen. Und bei mir ist es jetzt soweit, ich muss zu meinem Opa. Warum? Weil der Fernseher nicht vernünftig läuft. Und wir fangen erstmal so früher war es halt einfach so, Opa hat einen Fernseher, Opa hat einen Videorekorder, Opa hat einen DVD-Player. Du musst hin, musst das einstellen. Muss das Telefon einstellen. Das heißt, du musst hingehen und musst die Kurzwahltasten belegen. Du musst den Fernseher programmieren, dass die richtigen Kanäle auf dem richtigen Platz sind. Das heißt, auf 1 ARD, auf 2 ZDF. Dann bei uns in der Familie war es so, auf 3 WDR, weil WDR 3, dann WDR 4 in Anführungsstrichen, ist jetzt der Südwestdeutsche Rundfunk, glaube ich. Dann kam auf 4, dann kam auf 5 RTL, 6 Sat1, pipapo. Und jetzt ganz ehrlich, ihr habt es doch auch so. Ihr habt es doch auch. Ihr habt von euren Eltern eine gewisse Reihenfolge, die, ja, hätte man mal blinken können, die immer, was weiß ich, ich sag mal, vorgegeben ist und die vorgegeben ist und die ihr einfach über die ganzen Jahre hinweg habt. So, das geht von 1 bis, schlag mich tot, 530, keine Ahnung. So, jetzt ist der Fall eingetreten, ich habe Sky, ich bin Sky-Kunde. Und wenn ich meinen Opa frage, so, hey, was willst du zum Geburtstag haben oder zu Weihnachten oder so, was wünschst du dir? Nix, ich bin glücklich. So, da ich keinen Bock habe, jedes Jahr, jedes Geburtstag, jedes Weihnachten zu fragen, hey, was wünschst du dir, damit es auch ein sinnvolles Geschenk ist, habe ich mir überlegt, okay, mein Opa, der sagt mir eh, er wünscht sich nichts. Das heißt, du musst irgendwie gucken, was weiß ich, kriegt der neue Pantöffelchen, kriegt der einen neuen Schal, eine Wollmütze, irgendwas. Und da ich damit überhaupt gar keinen Bock mehr habe, gib es Sky von mir. So. Da kann er seinen Fußball schauen, er ist glücklich, alles fantastisch. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass, und ich habe keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Sekunde mal, ich muss mal eben kurz gucken oder so. Ich habe keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber es ist nun mal so, dass bei meinem Opa ARD nicht mehr über Sky läuft, zumindest nicht HD. So, das heißt, das Ganze sieht so aus. Euer Commander Krieger ist im Stream und ist gerade fett am Zocken. Irgendwas mache ich mit euch.
mein Handy vibriert. Ich guck drauf, Opa. Gut, alles klar. Kannst du mal ignorieren, rufst du nachher zurück. Guckst nochmal drauf, wieder Opa. Du drückst ihn weg. Du sagst so, hier, komm, geh weg. Bing! Sie haben eine Nachricht auf ihrer Mailbox. Meine Mailbox, meine Freunde, meine Bekannten, alle Leute, die mich kennen, sprechen mir nicht auf die Mailbox. Alle. Boah, spricht keiner drauf. Ist einfach so. Außer mein Opa. Bing! Eine neue Nachricht auf ihrer Mailbox. Dann hängst du so im Stream, kriegst schon so ein leichtes, schlechtes Gewissen und denkst so, oh, vielleicht ist was passiert. Ne? Ich meine, mein Opa ist 81. Meine Tante, wie gesagt, körperlich, geistig behindert. Ihr habt vielleicht das Foto auf Facebook mal gesehen. Da kann immer irgendwas passieren und du machst dir dann schon so Gedanken, wenn der dritte Anruf kommt und du guckst aufs Handy, Opa ist da, was ist denn los? Und du denkst so, ach du Scheiße, wird jetzt mal langsam Zeit. So, sagst also, ey Freunde, Sekunde mal ganz kurz, ich muss mal eben kurz ans Telefon. So, mutest dich, gehst dran. Tag Opa, was ist los? Opa! André! Ja, was ist? Ja, du musst kommen! Was ist denn los? Was ist passiert? Der Fernseher ist kaputt! Wie, der Fernseher? Wieso muss ich hier links? Der Fernseher ist kaputt! Wie, der Fernseher ist kaputt? Der geht nicht mehr! Wie, der geht nicht mehr? Was ist da los? Der ist kaputt! Alles klar. Kann ich gleich? Ja, komm gleich. Ist keine Eile. Hat dich aber in den letzten 3 Minuten 17 Mal angerufen. Gut, alles klar. Du legst auf. Thema erledigt. Machst den Stream. Sagst, hey, Opa, Fernseher ist kaputt. Muss gleich hin. Alles klar. So. Jetzt machst du den Stream zu Ende. Noch ein Stündchen, zwei. Und fährst zu deinem Opa. Jetzt kommst du da an. Und du denkst, das Ding ist runtergefallen irgendwann. Du kommst die Treppe hoch. Guckst dir das Wohnzimmer an, alles wie vorher. Der Fernseher steht am gleichen Platz wie immer. Und ist immer noch ein Fernseher, ist immer noch grau, Mattscheibe ist davor, hey, alles cool. Opa, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Der ist kaputt. Ja, gut, alles klar. Schnappst dir die Fernbedienung, gehst drauf, zack, erste Programm. Ja, schön, Junge, direkt von dem Ding ziehen. So. Ziehst den, oder was heißt du ziehst? Den ziehst du. Drückst dann, erste Programm, ARD. Gute Qualität, alles Bombe. Opa, der Fernseher geht. Der ist kaputt. Wie, der ist kaputt? Der geht doch. Ja, schalt mal weiter. Schnappst du die Fernbedienung. Zweite ZDF, dann bei uns, wie gesagt, dritte ist WDR. Bei vielen ist dritte, ich glaube, RTL. Und führt es dann Sat.1. Auf jeden Fall, du schaltest dann alles durch. Alles okay. Kein Krüsseln im Bild. Alles okay. Na gut. So. Opa, was ist denn hier los jetzt? Es funktioniert alles so, wie es muss. Ja, nee, der ist kaputt. Auf der 14 war sonst Eurosport. Da ist jetzt Kika. Da ist dann irgendwie, sind dann die Kanäle, haben dann irgendwas gewechselt und gemacht und getan. Und jetzt hast du auf der 14 hast du nicht mehr Kika, sondern, oder nicht mehr, was war das für früher? Das war nicht Eurosport, wie ist denn das nochmal? DSF. DSF ist ja dann verschwunden. DSF wurde ja dann, glaube ich, so Sport 1 oder so, keine Ahnung. Oder gibt es DSF noch? Ich weiß, ich schaue kein Fernsehen. Aber auf jeden Fall, irgendwas war. DSF war früher, was weiß ich, auf der 13 und da war jetzt der Kinderkanal. So, du schaltest also beim Durch, alles fällt nichts auf. Da, auf der 13, da ist jetzt der Kika-Kanal. Und dann holt er seinen Zettel. Und liebe Freunde, ich weiß nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Hat euer Opa, eure Oma, haben die einen Zettel neben der Tastatur, neben der Fernbedienung, wo die Programme einzeln draufstehen? Mein Opa hat es. So, dann steht da 13. DSF. So, geh mal auf 13. Geh mal auf 13. Dann gehst du auf die 13. Hä?
Ist kein DSF, ne? Ist Kika. So, hast jetzt den Kinderkanal da. Was ist das Problem? Opa, gib mir mal einen Stift, ich mach das jetzt. Was willst du machen? Ja, ich streich dir jetzt hier die Scheiße durch. Mann, Kingas, ey. So, ich streich dir jetzt die Scheiße hier durch. Dann steht da nicht mehr DSF, dann steht da Kika. Ne, das will ich nicht so. Opa, wenn ich jetzt den Fernseher nochmal komplett einen Senderdurchlauf mache und die kompletten Sender neu einstelle, dann sitze ich hier eine halbe, dreiviertel Stunde und du hast nur dann auf der 13 irgendeinen anderen Drecksender, wo jetzt Kika ist. Ja, dann mach das. Gut, du gehst also hin, änderst das alles. Du hast alles geändert, bist glücklich, fährst nach Hause, gut, hast Ruhe. So. Jetzt, wie gesagt, ist das Problem bei meinem Opa. Er hat Probleme mit ARD. Er kriegt auf Sky, kriegt er momentan kein ARD. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich weiß es nicht. Wir waren auf jeden Fall, mein Opa hatte jetzt vor kurzem Geburtstag, beziehungsweise meine Tante hatte Geburtstag, wurde gefeiert. Und die haben unten haben die so einen kleinen Hof, so einen kleinen Garten. Und dort wurde gegrillt. So, ich komme da an, hey, hier, dein Geburtstagsgeschenk, tralala, hin und her und ole ole, schakalaka. Sky ist kaputt. Okay. Ich habe auch Sky, ich habe die gleiche Karte wie du. Ja, ist kaputt. Was funktioniert denn nicht, Opa? Ist kaputt. So, dann kommt mein Vater zu mir. Ja, hör mal, Opa hat hier ein paar Probleme. Und zwar mit, sag, was ist denn hier los? Und zwar mit ARD. ARD kriegt er nicht mehr rein. Und, ne? So. Oh, 55, da bremsen wir mal runter, damit wir hier nicht zu schnell fahren. So. So, alles klar. Das ist aber doch die gleiche Karte, die ich auch habe. Was soll denn da kaputt sein? Ja, er kriegt es nicht mehr rein. Du kriegst schon so eine leichte Schlagader hier am Hals, weil du es einfach nicht verstehen kannst. Weil du einfach sagst, das kann nicht sein. So, dann sagst du, pass auf, ich gehe jetzt hoch, komm mal bitte mit. Ich will einen Zeugen haben, dass wenn ich das gleich anmache, dass das läuft. Ne, ich komme jetzt nicht mit hoch. So, dann nach langem Hin und Her ist einer mitgekommen. Ich gehe oben hoch. Mach, was weiß ich, 161 ist, glaube ich, ARD auf HD. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau. So, geh auf jeden Fall hoch, gib da rein, steht da, dieser Kanal ist verschlüsselt. Hab ich bei mir nicht. Bei meinem Opa läuft es nicht. Ich so, hör mal, Respekt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast. Bei mir ist es normal. Ja, sag ich dir, ist kaputt. Ja, keine Ahnung. Also am Fernseher kann es ja nicht liegen. Irgendwie an der Antennenbuchse irgendwie, keine Ahnung, hier über Kabel. Ja, nee, das hat ja immer funktioniert. Warum soll das jetzt nicht funktionieren? Opa, ich weiß es nicht. Ich mache mich mal schlau. Nächste Woche, übernächste Woche kümmere ich mich drum. Aber du kannst ja noch normal schauen. Es geht ja alles. Nur du kannst es halt nicht über Sky schauen. Das heißt, der Receiver muss aus sein. Kannst du Strom sparen. Ja, gut. So. Meinst du, ein neuer Fernseher könnte da helfen? Nein, Opa, ein neuer Fernseher bringt gar nichts. Ja gut, alles klar. Aber ein neuer Fernseher wäre schon schön. Opa, wenn du einen neuen Fernseher haben willst, dann ruf mich an. Ich mache mich schlau, sag dir, was preis-leistungsmäßig los ist. Von mir aus bestellen wir den auch online und dann gucken wir. So. Arschlecken 3,50. Anruf, wieder hier, Telefon. Morgens früh, 9 Uhr, was ist der André? Im Bett. Der Krieger schön am Pennen, schön an der Matratze am Horchen, liebe Freunde. So, 9 Uhr morgens. Ich stehe irgendwann gemütlich, was weiß ich, 10, halb 11 auf. Geh an mein Handy. Guck so, hey, was ist denn über Nacht passiert? Drück auf den Knopf. 28 Anrufe in Abwesenheit, dreimal die Mailbox.
Ach du Scheiße, was ist denn jetzt wieder los? So. Was ist denn jetzt schon wieder los? Opa. Ruf die Mailbox ab. Ja, hier, dies ist die automatische Mailbox von André Krieger. Bitte sprechen Sie nach dem Piep. Piep. André? Bist du da? André? Hallo? Scheiße. Puff, aufgelegt. Das war die erste Mailbox. Zweite Mailbox sieht so ähnlich aus. Dritte Mailbox ist dann... André? Haben neuen Fernseher. Kommst du vorbei? Aufgelegt. So. Opa hat sich also einen neuen Fernseher gegönnt. Nee, da ist Stau, da fahre ich nicht lang. So. Opa hat sich also einen neuen Fernseher gegönnt. So. So weit, so gut. Hat er dich angerufen? Nein. Interessiert er sich dafür? Nein. So, ich fahre jetzt zu meinem Opa. Wie gesagt, hat sich einen neuen Fernseher geholt. In der Hoffnung, dass dann Sky ARD dort laufen wird. Es wird nicht laufen. Aber es ist egal. Er hat einen neuen Fernseher. Der Mann ist glücklich. Alter, sind das Schweine. Da steht da ein Blitzer, aber... Alter, lecco mio della Quaste. Dass sie den nicht noch mit einem Tarnnetz überworfen haben. Boah, sind das Assis, ey. So mitten im Gebüsch steht da... Ja, so. Boah, ist das asozial, ey. So. Auf jeden Fall, ich fahre zu meinem Opa und werde das gleich einstellen. Und ich weiß ganz genau, mein Opa sitzt neben mir, der wird sich dann seinen Stuhl holen, setzt sich neben mich, Brille auf, so schön hier, ne, diesen, Zettel in der Hand, dann sag mir mal, was du da jetzt machst. Ne, Opa, brauche ich dir gar nicht erst erklären. Das ist, geht nicht. Das ist viel zu komplex. Das verstehst du nicht. Okay. Er steht, aber er sitzt trotzdem neben dir und guckt so rüber. Und du weißt ganz genau, wenn das nächste Problem kommt, dann ist dein Opa da und sagt, ja, ich habe das damals genauso gemacht wie du und das geht jetzt nicht. Was hast du genauso gemacht wie ich? Ja, damals, als du den eingerichtet hast, hast du hier, da und da gedrückt. Ja, das war für die Einrichtung, Opa. Ja. Und damit lief das wieder. Und jetzt läuft es nicht. Oder du hast den Jackpot gezogen und er sagt, er hat gar nichts getan. Das heißt, er ruft dich an, du kommst vorbei und die Sender sind, keine Ahnung, verstellt, verschoben, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Du hast dann, was weiß ich, auf der 1 hast du dann Sat.1, auf der 3 hast du, was weiß ich, keine Ahnung, RTL 2 hast du nicht gesehen. So. Jetzt ruft er dich an. Du fährst hin, guckst dir an und sagst, Opa, was hast du gemacht? Nix. Opa, der Fernseher, der ist nicht gemein zu dir. Der geht jetzt nicht hin und sagt, boah, das und das und das. Ach du Scheiße, ey. So, der ist nicht gemein zu dir, Opa, der sagt nicht so, boah, den Heinz, den mag ich nicht, da verändere ich jetzt mal hier die Kanäle. Das macht der nicht, der Fernseher. Der Fernseher ist lieb zu dir, der sagt, hey, hier, ich präsentiere dir heute das, dieses und jenes. Und nicht irgendwie, ne, der Kanal, der gefällt mir nicht, den schiebe ich jetzt mal dahin. Das macht der Fernseher nicht. So. Schaffe ich nicht. Beziehungsweise ich hätte es geschafft, aber dann wäre ich wahrscheinlich tot. Ja. So. So ist es halt. Genauso auch mit dem Telefon. Telefon, Kurzwahltasten. Ich glaube, mein Opa hat noch nie mit einer Kurzwahltaste telefoniert. Aber es sind 9 Kurzwahltasten eingerichtet. Mein Opa hat kein Handy. Mein Opa hat kein Handy. Bin ich auch recht dankbar drüber, weil wenn ich dem das noch mit SMS und so erklären müsste, wäre Feierabend. Aber so ist es halt. Ich meine, so ist es überall, so kenne ich es auch nur aus meinem gesamten Freundeskreis, wenn irgendwo Probleme sind bei der Technik, der Jüngste aus der Familie
wird geholt und muss das machen. So. So ist es halt. Und es ist schön. Es gehört irgendwie dazu. Und ich habe heute die Geschichte erzählt, was weiß ich, tralala. Und es ist einfach, wenn man es klingt so lustig irgendwie, aber jeder von uns kennt es. Jeder von euch hat genau das Gleiche. Jeder Großeltern oder so. Ich meine, teilweise war es auch bei meinen Eltern so, wenn die irgendwas hatten, hier stell mal ein. Gut, bei denen stellst du es ein, die fragen aber nicht nach. Die sind vielleicht auch so ein bisschen zu faul, das zu machen. Aber so Fernseher und so, diese ganze Einstellung. Und dann kommt die beste Frage vom Opa. Ja, warum ändern die denn das? Opa, es gibt immer mehr Kanäle und so und das ist einfach komfortabler. Nee, ist es überhaupt nicht. Das ist viel umständlicher. Ich meine, wenn du mit der Technik zu tun hast, wenn du mit der Technik involviert bist und so, ist alles echt richtig cool. Wenn du aber da irgendwann mal den Anschluss verpasst und da nicht mitkommst, dann ist Feierabend. Das ist echt Feierabend. Aber es ist schön irgendwie. Wenn man das alles eingestellt hat, ich weiß nicht, habt ihr das auch mit diesem, der Zettel des Rechts, so heißt der bei uns. Der Zettel des Rechts ist der Zettel, der halt neben der Tastatur liegt, mit den einzelnen Sendern drauf. Und genau so, die Sender müssen, wenn ein neuer Sender kommt, was weiß ich, wir haben hier bei uns, kam dann irgendwie ein neuer Sender, Center TV, das ist so irgendwie regionaler Fernsehsender, der halt so, was weiß ich, Düsseldorf, Umgebung, News, Lokales und so zeigt, der für meinen Opa eigentlich perfekt ist. Ja, aber der kommt dann irgendwie hinten auf die 25 und so. Und mein Opa hat auch kein Problem, dann geht er halt hinten zur 25. Aber wenn du den am Sky zeigst quasi, und bei Sky kannst du halt nicht sagen, hier, ich möchte auf der 1 das haben und so, sondern du musst dir halt schon die Nummer können so ein bisschen merken, wo es irgendwie dann losgeht. So, warte mal, jetzt hier rüber. Sehr schön. So, wo ich Nummern merken muss, da ist dann schon wieder so, oh, das ist schon wieder alles nervig, das ist alles schon wieder ätzend. Aber es ist schön, oder? So, kennt ihr das? Wenn ihr das kennt, hinterlasst dem Video einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr sowas feiert. Es war, glaube ich, ich meine, als ich selber so erzählt habe, es ist so witzig irgendwie, so allein dieses, der ist kaputt, wenn er das sagt. Weiß ganz genau, das Ding ist, das steht da noch, das funktioniert 1A und nur irgendwas ist verstellt, aber du willst nicht auf dieses kaputt willst du nicht eingehen. Ich glaube, ihr kennt das, Freunde. So. Ich bin jetzt raus. Gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss.